Lange, bunte Haare, zahlreiche Tattoos und Piercings. Toni Trips wird unter den neuen Dschungelcamp-Kandidaten wohl definitiv zu den Paradiesvögeln zählen. Doch wer ist die 22-Jährige eigentlich? Bekannt geworden ist Toni Trips, die mit richtigem Namen Antonia heißt, durch ihre Teilnahme bei der Castingshow DSDS 2019. Auf ihrem Instagram-Account gibt sich Toni gerne etwas freizügiger und posiert in außergewöhnlichen Outfits. Auch scheint die Sängerin gerne mal zu provozieren. Ihr Faible für die unterschiedlichsten Sonnenbrillen bleibt auch auf ihrem Social-Media-Account nicht verborgen. Zudem erscheint Toni sehr familienverbunden, wie sie im August mit diesem süßen Posting zeigt. Ich bin dankbar für meine Familie, meine Freunde, mein Leben, meine Fehler, meine Erfahrungen und freue mich weiter zu wachsen. Doch auch die ehemalige DSDS-Teilnehmerin hat schon harte Zeiten durchgestanden, wie sie im Interview mit RTL.de verrät. So wurde ein Video von der damals erst 15-Jährigen im Netz veröffentlicht, das Antonia beim Tanzen zeigt, nackt. Darauf folgt eine Zeit von Cybermobbing und schlimmen Beleidigungen. Heute scheint Toni Trips eine selbstbewusste und souveräne Persönlichkeit zu sein. Wir dürfen gespannt sein auf ihre Zeit im Dschungel.